Leute, jetzt so schon mal dabei sind, kann ich euch ja mal so eine richtig traurige Geschichte erzählen. Ja. Hat unter anderem damit auch zu tun, ja. Und zwar, eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, euch zwei Griffe zu zeigen, den A-Moll-Griff und den G-Dur-Griff so, und da ist mir jetzt die Geschichte wieder eingefallen. Die ist passiert im Hafen von Rotterdam, Mitte der 70er Jahre. Also tragisch, wirklich. Augenblick, irgendwas stimmt noch nicht. Es geht um einen Dockarbeiter, der da in einem Hafen rumgeschafft hat, und der hieß Henk. Ja. Henki war ein Dockarbeiter, konnte rackern wie kein Zweiter. Seine Heimat war der Kai, Lieblingslied Paloma, oh hey, oh hey. Sein Job war das Verladen, und er hatte schon Milliarden Tonnen Fracht an Land gebracht, bis zu dieser einen Nacht, oh hey. Er rauchte gerade ne Zigarette, da riss über ihm ne Kette, 5,5 Tonnen guter Roter, und Henk, der war ein Drogentoter, oh hey. Man sagt, es macht nur lungenkrank und lasch, aber Henk, der starb an einer Überdosis Hasch. Übrig blieben Frau und Kind, die jetzt ohne Vater sind. Wird man Hasch legalisieren, könnte man's besser transportieren. Oh hey, La Paloma, oh hey. Man sagt, es macht nur Lungen krank und lasch. Aber Henk starb an ne Überdosis Hasch. Man sagt, es macht nur lungenkrank und lasch. Aber Henk starb an ner Überdosis Hasch. Oh hey, La Paloma Ade. Schön ist die See. Sehr traurige Geschichte, finde ich, oder, Freunde? Ja. Nehmt keine Drogen, das ist eigentlich nur eine Warnung. Ja. Sonst habt ihr das mehr auf der Birne, als statt in der Birne. Also, ciao.
Die Akkorde erkläre ich dir nochmal. Ja. Ich muss hier kurz wegen den Megabytes. Ja.